Ich setze mich hin. Ihr Eltern, nehmt euer vom Grundgesetz verbrieftes Erziehungsrecht in Anspruch. Lasst es nicht zu, dass eure Kinder in der Schule mit Halbwahrheiten fächerübergreifend zu Unnatürlichem manipuliert werden. Eine solche Ausweitung von Randthemen in unserer Gesellschaft ist im Schüleralter nicht angemessen. Wir brauchen eine kultivierte und leistungsfähige Jugend. Dem möge eure Demonstration dienen. Es grüßt Sie herzlich Christa Mewes. Grußwort von Gabriele Kubi. Ich grüße die Teilnehmer an der zweiten Demonstration gegen den Bildungsplan der grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg schützt unsere Kinder. Nichts ist wichtiger, als die Kinder vor der Umerziehung durch Sexideologen zu schützen. Jede Revolution greift nach den Kindern, um sie zu einem neuen Menschen zu formen. Heute sind wir einer globalen sexuellen Revolution unterworfen, die von den Machteliten der Politik, der Hochfinanz und den Medien durchgesetzt wird. UN und EU haben es sich zum Ziel gesetzt, die Weltordnung in allen Winkeln dieser Erde umzustürzen. Eine Weltordnung, die bisher Ehe und Familie möglich macht. Wie Umfragen übereinstimmend zeigen, wünschen sich mehr als 80% der jungen Menschen Familie. In den Mitgliedsländern der EU leben im Durchschnitt 75% der Kinder unter 18 Jahren bei ihren verheirateten Eltern. Der Bildungsplan ignoriert das Lebensziel der Jugend und untergräbt das Erziehungsrecht der Eltern. Er macht Politik für kleine und kleinste sexuelle Minderheiten. Wir fordern, dass ein demokratischer Staat das Gemeinwohl fördert und nicht die Interessen radikaler Minderheiten. Die Sexualisierung ab dem Kindergarten hat verheerende Folgen. Sie raubt den Kindern die Kindheit. Sie macht junge Menschen bindungsunfähig. Sie zerstört die Grundlage der Familie. Die junge Generation hat ein Recht darauf, auf Ehe und Familie vorbereitet zu werden. Es ist großartig, dass Sie heute hier sind und in Kauf nehmen, dass Sie auf alle mögliche Weise diffamiert werden.
obwohl sie nichts anderes tun, als ihre Verantwortung für die nächste Generation wahrzunehmen. Diese Bewegung wird wachsen. Wir sagen Nein zur Zwangssexualisierung und Umerziehung der Kinder. Wir sagen Ja zum Erziehungsrecht der Eltern. Wir sagen Ja zu Ehe und Familie. Wir sagen Ja zur Zukunft. Ihre Gabriele Kubi. Ja. Ich darf jetzt noch auf das Buch von ihr hinweisen. Die globale sexuelle Revolution, Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit. Von Gabriele Kubi. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.